Servus und herzlich willkommen bei Tumpfis Kanal. In dem Video geht es indirekt um diesen Schwarm. Den habe ich gestern gefangen. Ich habe zwar Livestreams gemacht davon, die verlinke ich euch oben. Es ist ein eigener Schwarm, der was ca. 10 Meter entfernt aus der Beute ausgezogen ist. Und diese Beute schauen wir uns jetzt an. Also wie gesagt, der Schwarm ist gestern um die Mittagszeit da rausgeflogen, hat sich da abgesetzt am Ahorn und ich habe ihn dann wieder eingefangen. Aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen, wie schaut es jetzt in dem Ursprungsvolk aus, wie schaut es da mit Bienenmasse aus, wie schaut es da mit Schwarmzellen aus etc. Also alles in diesem Video. Das ist das besagte Volk, wo der Schwarm ausgezogen ist und da schaue ich mit euch jetzt rein. Oben Honigraum brauchen wir uns nicht anschauen, aber der Brutraum, der interessiert mich. Selbst bin ich auch gespannt, was mir da jetzt erwartet. Smoke an, Stockmeißel, alles da. Dann machen wir mal auf. So, das ist jetzt der Honigraum. Ja, da ist nicht mehr viel los. War auf alle Fälle schon mal voller, aber ist trotzdem noch gut belegt. So, den Honigraum hebe ich gleich mit dem Deckel runter. Ja, ein bisschen was ist schon wieder drin im Honigraum. Jetzt geht's ab in den Brutraum. Ja. Gut, wie schaut's aus? Ein ordentlicher Schwarm ist da raus, aber es schaut gar nicht so aus, als war da ein ordentlicher Schwarm raus. Also die Gassen sind noch gut belegt, trotz des großen Schwarms. Also die Kiste war höchstwahrscheinlich einfach zu voll. So, nehmen wir nochmal Rauch. Es war eigentlich immer ein braves Volk, ist Nachzucht standbegattet von meinem Zuchtvolk, also letztes Jahr die Königin, die was ja hoffentlich noch in dem Schwarm ist, aber das schauen wir uns in ein paar Tagen an. So, weg da, Ladies. Ja, die hängen noch immer drauf. Da haben wir viel Pollen, ein bisschen Drohnenbrut, allgemein viel Drohnen. Okay, zucki. Also ich würde sagen, das Volk ist auf alle Fälle noch groß genug, aber sie sind auf alle Fälle ein bisschen angespannt. Gut, da wieder Pollen und viel Nektar, kein Platz, wenig Platz. Ja, voll mit Nektar. Also bei uns blühen ja jetzt schon die Sommerlinden und es regnet immer wieder in der Nacht. Das heißt, die ganzen Bäume und so weiter honigen gut.
Also höchstwahrscheinlich hätte da noch ein Honigraum mehr drauf können. Ah, da sind ein paar Spielnäpfchen. Ein paar ist gut gesagt, viele Spülnäpfchen. Vom Verhalten her, vom Volk, also sie brausen nicht. Dann gehe ich mal davon aus, dass da vielleicht schon eine Jungkönigin drinnen ist. Die wird dann vielleicht gestern geschlüpft sein. Und dann ist eben der Schwarm abgegangen. Wenn ich das so sehe, ja, und da haben wir eine Schwarmzelle, ich hoffe man sieht es, da ist die, die ist offen, die wird schon wieder geputzt, also da ist definitiv eine Königin geschlüpft. So. Ich hoffe, man sieht's. Und noch einmal, oder? War es die gleiche? Na, auf einer Wabe, die ist auch offen. Gut, also hat der Imker nicht aufgepasst. Da hat der Imker nicht aufgepasst. Da sind schon ein paar ausgefressene Zellen. Also ist definitiv. Schaut euch das an. Da ist glaube ich sogar noch eine Zelle. Die ist noch verdeckelt. Aber da ist nichts drin. Die hat sich nicht entwickelt. Ja. Nicht aufs Mikro, kleine Biene. Ja, komm. Sucht sich einen anderen Bär. Ist auch nicht pissig. Es ist halt wieder mal schwüle Luft. Es soll ja wieder Regen kommen. Ja, trotz allem ein starkes Volk. Da ist schon wieder eine Zelle. Ah, nicht, habe ich das Volk vergessen bei der letzten Durchsicht. Weiß man nicht so genau. Naja. So. Tja, die waren sowas von Schwarmstimmung, dass es kein Wunder ist. Erstaunlich. Erstaunlich. Ich suche da jetzt auch keine Königin. Normalerweise sollte ich eigentlich zumachen, die Sache ist eh schon gegessen. Ja, da sind auch. Da ist auch eine ausgefressene Zelle und da ist eine geschlüpfte Zelle. Also ich bin gespannt, wenn wir den Schwarm, den ich gefangen habe, wenn wir den durchschauen, ob wir die weiß gezeichnete Königin finden. Oder ob da schon mal ein Schwarm angegangen ist. Weil bei so viel geschlüpften Zellen. Aber ich schau gerade, sehe noch Stifte. Na, keine Stifte vorhanden.
Aber ich finde trotzdem noch ein starkes Volk. Ja, weg da. Natürlich drangen die ein wie verrückt. Ja. Also die haben definitiv zu wenig Platz gehabt in der Kiste und haben zu wenig Platz in der Kiste. Zu viel Eintrag. Da haben wir Wachsmotor im Anflug. Abschied. So. Und das letzte Rämchen. Ja, also trotz dem Schwarm noch ein großes Volk. So schaut das Volk aus, wo gestern der Schwarm ausgezogen ist. Ich habe nochmal in die Unterlagen nachgeschaut. 14 Tage ist her, dass ich da in das Volk reingeschaut habe. Natürlich selbst schuld, da kann sowas passieren. Noch dazu, wenn viel Tracht reinkommt und das Brutnest verhonigt wird. Aber da ist einfach die Schwarmzellen, was angelegt worden sind, das Ausschlaggebende auch. Ja, also das Volk hat im Prinzip nichts anderes machen können als schwärmen. Ja, hat der Imker wieder mal gepennt. Aber alles gut, der Schwarm ist ja eingefangen, den werde ich in den nächsten Tagen mal anschauen, wenn sie ein bisschen die Waben ausgebaut haben und auf den Waben sitzen. Da werden wir dann auch gemeinsam sehen, ob die Königin, die weiß markierte, noch vorhanden ist oder in dem Schwarm war oder ob das vielleicht schon ein Nachschwarm war, aber von der Größe her würde ich sagen, es war der Hauptschwarm. Ja, also falls euch das kleine Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo da. Ich darf mich freuen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal.